Dann gehen wir mal wieder schlafen. Oh, dann wachen wir wieder auf. Mal jemand gerade reinkommt. Ist ja noch nie passiert. Das ist Lenden, ne? その気を燃やす音。まだか。炎が大きくなってきたの。これはいかん。おはようございます、神竜様。はい、襲撃ではございません。風の魔法にてすぐに片付けますゆえご容赦を。 Ich stelle mir aber vor, wie die Leute irgendwie Schere, Stein, Papier spielen. Einfach nur, um zu bestimmen, wer mich als nächstes weckt. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Okay, ich. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Räupi und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Heute spielen wir wieder ein DLC-Quest. Und, weiß nicht, mal gucken. Will nichts darüber erstmal sagen. Wie man sieht, ich rocke hier wieder neues Outfit, ne, habe ich mir extra herstellen lassen. Sieht sehr elegant aus, ne? Gut, wir gehen jetzt hier rein. Ich habe schon wieder vergessen, meine Notizen hier vorzubereiten. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht vorbereitet, ne? Habe ich überhaupt irgendwas vorbereitet? Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder hat irgendwie anständige Embleme und so ausgesehen, ne? Oder sind das alles die, die ich... Ja, ne? Ich glaube schon. Schon wieder auf dem falschen Bildschirm, ja, gerade. Ich kann auf meinem Fernseher gucken, aber ich könnte auch auf meinem PC gucken, welcher zeitgleich läuft mittlerweile. So, warte mal, ich habe alle Dinger verbraten. Ja, ja. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Ich habe bestimmt einige Banddinger gemacht, ja, aber nicht viele, 3 Stück. Also langsam sind schon alle relativ hoch gelevelt, ne? So, ich habe und zwar mich mit live trainieren lassen. Weil ich den auch ausgerüstet habe, glaube ich. Die Rüstung von dem sieht richtig cool aus. Die weiße Rüstung. So, dann habe ich. Wo ist er? Ganz unten irgendwo, ne? Ne, da. Gold Mary habe ich mit Roy trainieren lassen. Wie davon sich überzeugt ist sie eigentlich? Außerdem sagt sie irgendwas mit süß. Ja, irgendwie hat gesagt, so, ich mag euch auch oder so, glaube ich. So, dann habe ich noch Butcheron auch, bin ich gerade mit Lin trainieren lassen. Und da war's. Ich glaube, die habe ich alle jetzt mit den aktuellen Emblemen ausgerüstet, ne? So, und da war es eigentlich schon mit dem ganzen Banddingern. Cool. Aber wir haben noch einige Unterstützungsgespräche, die wir uns anschauen können. Ich habe, glaube ich, nicht versucht, irgendwie Geschenke irgendwie zu verteilen. Ne, habe ich, glaube ich, gar nicht versucht. Ne, egal. Beim nächsten Mal. Und ja, wir gucken uns mal einige Dinge an. Und zwar Diamant und Saphir, weil sie kommt ja aus Brodia, ne? よし、これで10人抜きだ。ザフィア、さすがだな。ディアマンド様。見ていてくださったのですか。兵士たちの状況を把握するのも仕事のうちだからな。私らはいい状態に仕上がっています。いつ戦いになっても活躍してみせますよ。頼もしい限りだ。言葉だけではないのは今の動きを見ればわかる。どうだザフィア。 Was
Als sie mit meinem Hauptcharakter redet, hat sie auch gesagt, sie ist irgendwie zu wild, oder der Kampfstil ist zu wild, deswegen will sie ihn nicht beibringen. Ne, wäre nicht irgendwie besser, wenn sie dann Berserker wäre? So, Yunaka und Fogado, los geht's. Yunaka, ich bin nicht in der Kanai. Utage? Alle, muss ich nicht in der Kanai noch? Yunaka, der ist nicht in der Kanai. 楽しいことが好きそうだから誘ってみたんだけど、また他の用事があるときに声をかけるよ。それじゃね。突然話しかけられたせいで、つい本当の自分が出てしまいましたぞ。このままでは私めの素性がうっかりバレてしまうかも。フォガート氏、待ってくだされ。え、やっぴー。ぜひうちに連れて行ってほしいですぞ。 なんか無理してない？無理なんてとんでもない。私めは楽しいことが大好きですぞ。宴なら何件でも付き合う上、ぜひぜひ連れて行ってくだされ。そうか、やっぱりね。ユナカとは気が合うと思ってたんだ。それじゃ早速宴に行こう。こういうご時世だからこそ遊ぶときはとことん楽しまないとね。そうですな。 Okay. Ihr wahres Ich, was soll das denn bedeuten? Ich dachte, ihr wahres Ich jetzt irgendwie diese, weiß nicht, diese voll Edgelord Attentäterin. Die klang irgendwie relativ normal so. Oh nein, mein wahres Ich, oh. Und dann Linden und John. Sag mal. Linden-san. Sein jüngstes, vielleicht jüngstes oder vielleicht ältestes Mitglied. Ich bin nicht so gut. 自分の体が壊れてしまうぞ。おっしゃる通りなんやけど。書物はとりあえず閉じて少し気分転換をするといい。でもそれやと勉強が。書物は素晴らしい教師じゃ。だが書物だけが教師ではない。この世には優秀な教師が5万といる。その教師たちに教われば。 Komm, ich habe gehört, da ist eine Party am Steigen. Lass da hingehen. Na, da war schon. Ja. Okay, cool. Das geht relativ schnell. Ich liebe das in diesem Spiel. So. Dann gehen wir mal und machen uns was fest und schmeißen wieder etwas Müll in den Brunnen. Ich habe übrigens herausgefunden, ich bin darüber gestolpert, wer Kagetsu hier spricht, die japanische Synchro-Stimme. Weil ich bin nämlich ein anderes Spiel gerade am Spielen, Octopath Traveler 2, was ein japanisches Rollenspiel von Square Enix ist. Und da kann man auch mit Englisch oder japanische Sprachausgabe spielen. Ich spiele natürlich auf japanische. Und da habe ich sofort einen Charakter getroffen, der eine sehr bekannte Stimme hatte, weil die 1:1 genauso klang wie die Stimme, an der ich gedacht hatte. Und oh, nix. Und ja, ich wusste genau, dass das diese Stimme ist, aber ich habe trotzdem noch mal online nachgeguckt, um einfach mal zu gucken, um sicher zu gehen, ne? Und
unter den Listen der Stimmen, die dieser Synchronsprecher gesprochen hatte, war auch Kagetsu. Und ja, Kagetsu wird von dem gleichen Typen gesprochen, der auch Dio spricht in JoJo's Bizarre Adventure. Und das fand ich relativ interessant, weil das hätte ich irgendwie nie rausgehört irgendwie. Das habe ich überhaupt nicht gehört. Aber ja, Kagetsu wird von Dio gesprochen, offiziell. Was, ja, weiß ich nicht. Nicht schlecht ist. Ich nehme einfach mal die. Was ist da? Sahne-Pudding mit Bärenjuice. Sind Bärenobst? Ja, ne? Tu mal Gemüse. Dann kochen wir uns einen Festspaß. Hoffentlich bringt uns das nicht wieder um. Mittelmäßig Stärke, Geschicklichkeit, Resistenz. Na gut. Dann aus irgendeinem Grund ist irgendwie Weibernreiten gar nicht mehr verfügbar, ne? Also man kann ja normalerweise hier mit Ivy dieses Minispiel machen. Irgendwie ist sie gar nicht da gewesen heute. Was soll das? Da habe ich irgendwie verwirrt. Normalerweise steht jemand da. Vielleicht steht Ivy irgendwo anders. Ne? Ivy steht, glaube ich, auch irgendwo woanders. Aber normalerweise heißt das, steht hier immer irgendjemand, der sagt, ja, okay, ich hole mal kurz Prinzessin Ivy. Ne? Und oder sie, dass ich noch wieder was liegt am Boden auf der Karte. Und ja, war ich ein bisschen überrascht. So, jetzt machen wir das hier rein. So, keine Ahnung. Ich will irgendwie 5 Sterne erreichen. Ich glaube aber nicht, dass ich das schaffen werde. Ich brauche nicht so viele Donner, ne? Ich kriege ja immer so ein paar coole Sachen hier von dem Ding. Kann ich direkt da reinpacken. Also viele Langsperre brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Eisengroßlanze. Wie soll ich denn da auf 5 Sterne kommen? So unmöglich. Habe ich nicht mal Silberwaffen oder so bekommen? Na, da komme ich auf die nehmen auf Dings. Ja, wie soll ich da auf Dings kommen? Du kannst bestimmt keinen Bolgern und da reinpacken, hallo? Na gut, dann packen wir andere Sachen da rein, ne? Irgendein andermal. Weiß nicht. Habe ich genug Heilung? Ja. Stimmt ja, Wanda. Ich bin ja als Heiler abgestimmt, habe ich ganz vergessen. Ja, ich glaube, ich vielleicht 2 Eisenbögen brauche. Mehr Turbogen brauche ich eigentlich auch nie, aber ich will ihn einfach haben, ne? Ein Langsperr kann man, glaube ich, auch entbehren. Oder? Ja, ich glaube, ich hätte 3, 4 brauche. Meine macht jetzt gar keinen Unterschied hier zu dem Level. Als Silber durch ist eigentlich nicht schlecht, ne? Ich krieg keine Punkte dafür. So. Nehmen wir das. Ja. Dann gehen wir zu, was hier oben, mal kurz mal hier hin, sacken mal Dinge ein, was hier noch ist anscheinend, was gerade gespawnt ist. Und also war ja fertig, ne? Ich weiß nicht, warum Weibernreiten nicht verfügbar ist, aber
Okay. Charaktere müsste ich, glaube ich, alle vorbereitet haben. Wenn nicht, dann muss ich halt nochmal. Weil ich. Wenn da Kampfvorbereitungen machen oder so. Aber ich meine, wir sind fertig. So, dann brechen wir mal auf und gehen zu den göttlichen Kapitel wieder. So, da müssen sie sich jetzt irgendwas verändert haben, weil ich halt. Seit ich das letzte Mal reingegangen bin, sind da wieder ein paar DLCs freigeschaltet worden. Oder auch nicht? Und habe ich das schon oft irgendwie mal gesehen. So. Heldenheiligtum. Das ist neu. Ne? Aber ich weiß ja noch, welches das ist, ne? Wir jetzt Berserker, da haben wir gegen Hector gekämpft. Da wird ja auch angezeigt, welches ich schon gespielt habe, aber nicht, ne? Die roten, die habe ich noch nicht, ne? Altar des Schicksals. Ja, ich sehe schon, was das hier sein könnte. Aber das war ja unten, ne? Oh, göttliches Kapitel, Untergrundpassage. In einer gesunkenen unterirdischen Ruine wurde ein Armring gesichtet. Stimmt, über ein Armringe und nicht Ringe, Emblemringe bezeichnet, ne? So, ich weiß, welcher Charakter hier ist. Und ich sehe ja schon, welcher Level das ist. Also gehen wir da rein, ne? Und gucken mal, ob das klappt. 35 Runden, das ist normalerweise 10 Runden höher als bei den anderen DLC-Quests, die wir bis jetzt gemacht haben. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt schwieriger ist oder ob das hier heißt, hier sind mehr Gegner. Aber wir gehen mal da rein und gucken, was uns erwartet. Ich meine, ich weiß ja schon, was erwartet. Ich weiß schon, welcher Charakter, ne? Und seht davon selbst. Die Fanate Schwester. Ich hoffe, er wird heute nicht zu schwer. Ja. Natürlich. Hier haben wir Camilla aus Fire Emblem Fates. Die große Schwester von Corin. Also Stiefschwester. Corin ist ja in die andere Familie reingeboren worden. Er wurde von denen aufgezogen. Ja, wir haben Corin auf unserer Seite, von daher. Alles klar. Und ja. Ich habe schon Leute gesehen, die sich den Trailer angesehen haben und die haben sich auch schon gewundert. Warum? Ich bin ganz ehrlich, Camilla hat wortwörtlich kein Recht hier zu sein.
Außer dass sie beliebt in Fire Emblem Heroes ist. 10 Charaktere, oh Gott. Wanda, Heiler. Und ja, Fire Emblem Heroes ist ja das Mobile Game. Das ist irgendwie so, weil ich so ein bisschen Gacha. Oh, Level 6 nur. Und sind schwächer als die Story-Gegner. Und ja, in dem Spiel gibt es, glaube ich, immer so Popularitäts-Polls, also Umfragen. Und ich glaube, Camilla gewinnt die jedes Mal. Und der Grund dafür ist, weil die Leute einfach viel zu notgeil sind. Auch damals, als Fire Emblem Fates angekündigt worden ist und man sie zum ersten Mal gesehen hat, haben Leute sofort Camilla gesehen und sich gedacht, oh Gott, ich muss mir das Spiel holen. Oh. Und viele sind dann enttäuscht gewesen, weil Camilla nicht so ein interessanter Charakter ist. Sie ist furchtbar. Aber es liegt an dem, das liegt daran, weil Fire Emblem Fates halt so unglaublich mies geschrieben war. Die Story halt jedenfalls. Oh, ich gucke die ganze Zeit hier, ob hier irgendwelche Drops sind. Aber bis jetzt war nur Geld und so. Hier sind eine Menge Gegner. Also ja, der schlechteste geschriebene Charakter in Fire Emblem Fates ist Corrin, ne? Und Camillas einziger Charakter besteht darin, dass sie überfürsorglich und Fanat in Corrin ist. Also, und das ist kein gutes Zeichen, wenn dein Charakter nur daraus besteht, vollkommen gezentert auf einen anderen Charakter zu sein, der schlechter geschrieben ist als du. Das ist mehr oder weniger wie Sakura in Naruto, ne? Ein Charakter, der nur versessen auf einen Charakter ist, ist kein gut geschriebener Charakter. Und ja, gut, von daher weiß ich nicht. Ich hätte wortwörtlich irgendwie Ryoma oder Xander irgendwie, die sind wichtigere Charaktere aus Fire Emblem Fates spielbar sein können, oder Asura. Ne, wie ist sie nochmal? Sie ist nicht Asura auf Englisch oder Deutsch, ne? Doch, Asura, ja, die Tänzerin. Ja, ja, sie hatte mehr Berechtigung hier zu sein, aber Camilla ist wortwörtlich nur hier ja wegen Fanservice. Also ich glaube nicht, dass sie aus einem anderen Grund hier ist. Das ist einfach. Ich habe Leute gesehen, wie die auf den Trailer reagiert haben, die sich auch gedacht haben: Oh mein Gott, warum ist sie hier? Also ja. So. Er hat den Kampf greift sie zweimal an. Oh nee. Ich sehe aber, das ist nicht so stark. Ja, und sie ist eine Drachenritterin, aber in ihrem Spiel konnte sie Magie einsetzen noch. Aber hier gibt es ja keine Magie. Drachenritter, von daher, ja. So, oh Gott. Oh nein. Ich guck sie mir an. Warum hat sie 9 Bewegungen übrigens? Warum hat sie 9 Bewegungen? Überflieger. Kann für ein Gelände queren. Sie gibt Fliegen auf Charaktere. Seine Gegner auf bestimmten Feldern in der Nähe Schaden zu tun, diese Felder in Brand zu setzen. Okay. Na, dann kümmern wir uns, wenn wir da in der Nähe sind. So, hier gibt es keine Truhen, glaube ich. Und ihr glaubt es auch. Ihr werdet es mir ja nicht glauben, aber ich muss schon wieder am Klo, ne? Aber in der Zeit kann ich dann meine Charaktere auch hier platzieren, würde ich sagen, ne? Also ja, ich gehe mal kurz auf Toilette und ja, wenn ich wieder da bin, dann wird hier schon alles vorbereitet sein, ne? Also bis gleich. So, ich bin dann so gut wie fertig, glaube ich, ne? Ein bisschen nervig gerade, weil ich habe genau 10 Ringe, ne? Und ich musste natürlich die Charaktere, die ich jetzt nicht benutze, hier so ein bisschen ummodellieren, ne? In Sachen Ringe. Und ja, bei einigen Charakteren laufe ich jetzt hier mit Level 1 Ring rum. Was jetzt nicht schlecht ist, also bedeutet, die können eine Menge leveln, aber da ist, sie sind auch ein bisschen schwach auf der Brust, ne? Aber sind auch nur meine Heiler, ne? Celine, Hortensia und Bonnet. Aber okay. So, die Charaktere habe ich alle dabei. Am Anfang kann ich ja nicht wirklich viel machen. Die Anfangsposition ist ein bisschen, weil nicht limitiert hier.
Alles, was ich machen kann, ist ihn hier hinschicken und er kann dann hier alles tanken und ja, lockt dann die Leute hier an. Was anderes kann ich jetzt nicht wirklich machen, ne? Von daher, ja, da wird mein Start sein. Mein Gott, er hat auch ganz schön viel Verteidigung, sehe ich gerade. Also ja, gut. Ich hoffe, dieses Level ist nicht so nervig wie in dem Original, weil diese Level ist nachempfunden von Kapitel aus Fire Emblem Fates. Das war, glaube ich, sogar das, wo man gegen Camilla gekämpft hat. Ich weiß nicht, welche Edition hat noch mal überhaupt da, Toshido oder Nor, also Birthright oder Conquest. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Ich habe die beide, aber ich habe vergessen, wie die alle immer auf Deutsch heißen. Eroberung, nenne ich Eroberung. Geburtsrecht, irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, die heißen nicht 1:1 genau wie in den Englischen. Und ja. Ich habe noch gar nicht gelesen, ja, ne? Das Emblem der Erfahrung, eine wunderschöne Vibe-Night mit einer hinreißenden Aura. Mhm, wenn ihr sagt. So, gut. Dann gehen wir mal rein, ne? Wir haben alle Einheiten platziert. Von daher, weiter. Oh nee. Ich habe das dunkel in Erinnerung, was sie gemacht hat. Oh, cool. Okay, kann man da besiegen. So, könnte er sich jetzt dahin bewegen? Nein. Ah, jetzt könnt ihr da vorbeilaufen. Weißt du, was, tut jetzt aber nicht viel an meiner Strategie hier ändern. Ich will trotzdem. So, ich will alle hier anlocken, wenn es geht. Ich kann vielleicht sogar Ike und sein Dings einsetzen. Aber ich glaube nicht, dass er viel Schaden machen wird gegen die Leute. Oder sie überhaupt treffen wird. Mach mal das. Nehmen wir mal hier groß los, ne? So. So, jetzt müssen wir einfach nur warten. Ist er hier. Wir müssen mehr oder weniger jetzt einen Zug hier warten. So, ich habe nicht mehr genau im Kopf, wie die Quest im Dings war. So, gib mir halt auch Dings. Nee. Aber ich meine, es war etwas anders, wie als was sie jetzt hier macht. Also, wie gesagt, wir warten jetzt hier ab, bis Louis das alles klärt, ne? Also ja, warten wir ja. So, ja, diese Dachen habe ich mal inspiziert. Die tun irgendwie zwei Felder um sich herum Eisgebiete irgendwie erschaffen, was ja ein bisschen nervig klingt. Aber keine Ahnung. So unglaublich nervig sieht diese Level nicht aus. Es gibt hier irgendwie keine Gegner mit irgendwie speziellen Stäben oder so. Ah, du hast einen langen Bogen. Okay. Ein Kombo angefällt. Das ist voll unfair, die Schaden machen dürfen. So, irgendwie ist das Spiel voll am Lenken gerade. Ah, alles okay, alles okay. Macht jetzt dicke Schaden gegen die Leute alle. Und auf den Schützen da hinten. Okay. Also sie macht sozusagen für fliegende Einheiten jetzt hier immer Platz. So. Doink. Oh, die werden sogar gebrochen. Cool. Okay, der war gut, ne? So, und jetzt kann ich eigentlich von hier aus schon dich abschießen, ne? Weil wie ist das Spiel voll am Längen, ey?
Zack. Vielleicht sind zu viele Gegner hier. Das Spiel kann ich damit klar, oder ich switch. So. So, Wanda, kannst du irgendjemanden hier töten? Wäre natürlich sehr gut. Schade. Warte mal, warum müssen wir wieder voll geheilt? Hä? Warum müssen wir jetzt wieder voll geheilt? Okay. Reicht wieder nicht, ist klar. Ich überlege gerade, ob ich hier irgendjemand abschießen soll. Ich brauche im Moment. So, mein Gott, mein Hauptcharakter ist schon viel zu stark, ey. Er hat schon alles hier weg. So, wenn du damit kritten würdest, dann würdest du ihn erledigen. Aber ich gehe auch noch mal sicher, würde ich sagen. Guck mal den hier. Ist da nach rechts? Spielt aber auch richtig Frame ein Wurscht gerade. Man weiß, was ich gerade sehe. Ja. Lass mich mal hier hin. Na komm, Panda. Tag. Ja, Fire Emblem Fates steckt doch dauernd mit irgendwelchen blöden Gimmicks, die jedes Mal irgendwie beachten muss. Ja, in diesem Kapitel blasen dich die Gegner die ganze Zeit hin und her. Das ist lustig, ne? So, Stahllanze, Stahlaxt, perfekt. Gehen wir mal hier in. Setzen Kriegerlanze ein. Ja, Fire Emblem Fates hat ja selten dämliche Gimmicks mit jedem Level, ey. Oh, in diesem Spiel musst du Schnee schippen. Oh, in diesem Kapitel musst du ja aufpassen, dass du nicht vom Wind weggeblasen wirst. Das ist super dämlich bei einigen gewesen. So, oh, der war gut. Komm, treff damit. Oh mein Gott. Komm schon. Nee, du hältst halt aus, ne? 24. Das soll nicht so viel Schaden machen. 29. Donnerschwert. Ah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Verdammt. Oh mein Gott. Warum sind alle immer kurz davor zu töten? Nee, das gibt's einfach nicht. Oh mein Gott, warum kriege ich hier nichts getroffen? Wer muss tanzen? Ja, wer kann tanzen? Ja, meine ich. Muss ich echt schon den ersten Zug hier schon wieder neu machen? Gibt es da jetzt einfach nicht. Wird jetzt hier gleich jemand getroffen, aber wer? Oh nein, Wanda ist in Reichweite, oder? Nee, nee, ist er nicht. Na gut. Kommt dafür, weil ich hier meine ganzen Embleme dumm deponieren musste, ne? Deponieren musste.
Also ein bisschen meine Strategie so im Kopf geworfen, auf Pop gedreht. So. Wen kannst du denn alles angreifen? Du machst 30 Schaden. Müssen eigentlich in Ordnung. Müssen eigentlich in Ordnung sein, ja. Ah, nee, lass mal. So, ich habe auch eine fliegende Einheit. Pass auf. So. Sollte es eigentlich gut gehen. Ich wollte eigentlich den Schützen auch noch aus dem Weg räumen, aber klappt nicht. Gehst du auf? Au! Das ist nett, verdammt. Warte mal, der war reicht außer Reichweite von dem einen, ne? Alter, ist ja auch ein Arm, ne? Was soll diesen, was sollen diese Low Crits auf einmal? Okay, was ist das denn? Ah, Purgativ, ja, Purgativ haben wir eine Menge Leute. Aber sonst nichts. Oh, verdammt, ich merke gerade ein Donnerschwert. So, aber die werden wir jetzt alle wegpusten. What? Was sollte das jetzt? Macht sie einfach zufällig irgendwie Sachen kaputt oder was? So, sie kann tanzen. Okay, diesmal sollte ich vielleicht aufpassen, ja? So. Und so jemanden hier erledigen. Ja, ne? Ja, mach ihn mal bitte platt. Jetzt sollen diese ganzen Low Crit auf einmal. Chillt mal, Leute. So. So, wenn ich hier hingehe, dann sind wir relativ sicher, ne? Ich glaube nicht. Ein Schwertkämpfer. Kriegen wir den down mit dem Wodau? Ich glaube schon 64. Soll wohl hinkriegen. Komm. Nein. Warum nicht? Läuft irgendwie ja gar nichts gerade nach Plan, finde ich. Na, wen habe ich hier aktiviert? Niemanden. Hast du nicht Dings? Nee. Alter, warum macht das so wenig Schaden? Ah, sie bringt beinahe ihn um, ist klar. So, muss mal auf, was hier passiert, ne? Geh rein und krieg den kaputt, ne? Okay, gut. Ey, warum ist das Spiel so am Blicken gerade? So, dann gehst du hier rein. Was ihn platt. Alter, warum ist das Spiel so am Blicken gerade? Oh, sehr gut, Level up. Jede Minute werde ich bezaubernder. So, Träuber, machen wir jetzt da unten. Mit der Situation muss ich schon tanzen hier einsetzen. Natürlich schaffst du es ja. Alter, was? Aber da muss ich aber zweimal treffen, ja? Das schaffe ich natürlich, ne?
考え事をしていた。 Mir gefällt diese Situation gerade überhaupt nicht. So, wenn ich hier reingehe, warte mal, kannst du darüber fliegen? Nee, du musst hier rüber fliegen, ne? Ja. Oh mein Gott, was ist das denn? Danke. Das Problem ist, sie steht jetzt immer noch da. Gibt's jetzt nicht. Muss ich echt Tanzen schon einsetzen? Im ersten Zug, im zweiten Zug. Ah, natürlich, es hat genau. Treff. Danke. Okay. Das hat Spiel auch noch am Lecken. So. Da muss ich ja echt schon hier tanzen anscheinend, ne? Cool. Mach ich doch gerne. Ich hoffe, ich brauche das nicht dann noch irgendwann. Oh, das Wander wieder. Ja, Geschicklichkeit. Ja, jetzt könnt ihr ihn nicht mehr aufhalten vom Heilen. So. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es das auch jetzt bringen würde, ne? 42, 90. Habe ich ja schön verbaut irgendwie. Na, ich könnte hier eingehen und dann könnte ich. Problem ist, ich kriege hier sie nicht raus. Haben wir den hier? So, jetzt muss ich gucken. Mache ich entweder den oder den hier. In Sachen Tanzen. Ich sagen, wir machen hier Dings, ne? So, Hauptsache, wir können den Tanz wieder voll kriegen. So, dann machen wir den, ja. So, dann haben wir ihn ja platt. So, er hat einen Tomahawk. Hab ich ja jetzt erst gesehen. Irgendwie geht das hier mit dem Treffen gerade nicht klar. Oh, das ist eine Stahllanze. Nee. Gott. Warum haben wir auf einmal so viele Probleme zu treffen? So, das hätte irgendwie besser geregelt werden können, aber was soll man machen, ne? Oh, du hast eine Lanze. Ich dachte, du hast eine. So. Ja, doch, na, doch.
Okay. Das ist nicht wirklich. Da kommen auch noch Leute. Ist klar. Was seid ihr für welche? Stahlschwerter. Stahlschwerter, Stahldolch. Bin ich ein von euch? Nö. Da kann ich meinen Hauptcharakter einparken. Ich kann auch warten, bis sie hier vorbeilaufen erstmal. So, da haben wir auch Stahllanzen und Rittertod. Aber Rittertode sind ja nicht effektiv gegen... Das ist immer ein bisschen verwirrend. So, du hast Abwehrhaltung, vierte Stufe. Ja, du hast natürlich Elfendonner, ist klar. Oh mein Gott, ich kann schon wieder nicht hier irgendwo hingehen. Was ich machen könnte, ist, ich könnte... Wo ist er? Ich kann ihn erledigen. Dann kann ich beruhigt Louis nämlich deinen Paten. Soll einfach meine Embleme einsetzen. Ich habe sogar Gefühl, ich benutze sie irgendwie viel zu selten. Ich spare mir die bis zum Ende auf. So, jetzt kann ich. Wo bist du? Hier, jetzt kann ich dich hier empacken. Und du kannst die alle ja anlocken, ne? Aber ich habe schon wieder Assistente. Würde ich gerne hochheim vorher. Angreifen, mein Gott. Ah, diese blöden, die kannst du alle nicht treffen. So, was gibt es die Fähigkeit? Pff. Obwohl, da wäre ehrlich gesagt gerade nicht schlecht, ne? Irgendwie trifft hier niemand. Sieht schon viel besser aus. Bist du Elfenwind? Nein. Dann haben wir dich hoch. Doof, doof. Nur meine Freude ausdrücken, indem ich das mache. So. Ja, ich bin betrachtet, kann ich eigentlich die immer ausrüsten dann. Aber ihnen ist schon Ike abgelaufen, ey. Mit dir aus. Alter, guck mal, wie viel Schaden er macht. Wenn er treffen würde. Genau, einfach ihn hier einsetzen. Mach ich ja eigentlich mal. Wo wir einfach ihn trifft. Boom. Bitte Kret. Ich habe das gemacht wegen 100%. Sehr gut. Ja. Jetzt mal sehr stark an, damit die beiden Typen nicht doppeln können.
26 Schaden. So, kümmerst dich darum. Okay, wer trifft mich von da? Du. Oh, nix an Erfahrungspunkte. So, oh, ich hätte vielleicht ihn. Egal. So, hat hier jemand Supports noch mit ihm? Nicht so danach aus. Oh, jetzt hat direkt so ein Ding, sehe ich gerade. Jetzt bestimmt bringen. Okay, solange diese Dinger eigentlich nur für flügende Einheiten ja freigemacht wird, finde ich halt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Hi, na? Oh. Jetzt wollen wir mit deren Assistenzangriffe. Bin ich voll kacke, ey. Oh ja, füllt mein Ike wieder hoch, sehe ich gerade. Oh, da werde ich sowas von abblocken. Pass auf. Zwei. Okay, ich hätte gedacht, du würdest ein bisschen mehr Schaden machen, aber okay. Jetzt will ich nicht mehr ein Messer angreifen. Ich nehme ein Schwert, mal mehr Schaden, ne? Der hat voll gemacht. Ich wollte jetzt eigentlich ihn davor packen, ne? Damit er sich um die alle Leute hier kümmert, ne? So, er kann sich allgemein noch um die ganzen Leute hier kümmern, jetzt wo ich darüber nachdenke. Boah. Okay, warte mal, wenn ich da jemanden hinpacke, ne? Verdammt. Ich meine, da hin, ich muss jemanden noch hier hinpacken, dann. Genügend Verteidigung. Ah, erstmal muss ich hier Platz machen. Ja, sind meine Charaktere wesentlich stark genug, dass ich ein bisschen aggressiver spielen kann, ne? So. Mein Gott, warum nicht? Aber du protected wirst, ist klar. Ja. Da muss ich auch wieder mit den. Ah, mein Gott, das kippt's jetzt nicht. Da haben nicht, dass meine Gegner bis jetzt einmal daneben gehauen haben mit den Dingern, ne? Aber ich tue die ganze Zeit daneben. So. Ich kann jetzt eigentlich schon wieder Alt einsetzen. Ah, hier, versucht mal den ja abzublocken. Jetzt muss ich jemanden hier hin platzieren. Jemanden, der auch aushält. Aber hier sind nicht so starke. Oh nein, das ist ein Speer, verdammt. Ich meine, Alfred hat eine Menge Verteidigung, ne? Ich weiß nicht, dass der das verlegt. So, Bundet wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber mein Gott. So, mal was an. So.
muss jemanden haben, der hier die Protection ja aufhebt beim ersten Mal. Ich weiß ja genau wen. Kann sich jemand hochheilen danach? Da brauche ich ja nicht. So, alles was ich jetzt mache, ist hier dich einmal angreifen. Und dann kommt Alfred mit seinem Meisterbogen. Du hast daneben gehauen. Das gibt's jetzt nicht. Boah. Alter. Treff den. Danke. So, habt ihr auch? Nein. Gut, die haben alle Nahkampf. Jetzt gehe ich hier rein. Und ich hau hoffentlich den kaputt. Danke. So, es geht zwar einer hier auf ihn los, aber ist okay. Er hat genug Verteidigung. Wir sollten jetzt hier nicht durchkommen. Lass mich dich mal hier hinten im Hacken. Kannst vielleicht hier ein bisschen aushelfen. Alter, was ist hier denn los? Ah, du kannst aber nicht kontern. Da, ja, komm, machen wir. Ja, du machst 28, 26 Schaden mal 2, ne? Das ist zu viel. Mal lieber den hier. So, 17. Ja. Ja. Alter, warum tust du mit dem Langbogen so gut treffen? So, 88%. Danke. Okay. Ja, das sind 14 mal 2. Okay. Oh, ich könnte ihn heilen. Ja, komm. Kein Ding. Ich werde nicht verrecken. Das ist jetzt 13 mal 2 wegen dem Hauptcharakter. Gott, warte mal. Die Magier konnten den nicht erreichen, ne? Goldener Lotus. Ach ja, er kann Schaden halbieren, ne? Oh, die stehen alle perfekt für Louis. Oh, da kommt der Verwandter. Ah, wer hätte das gedacht? Geht auf ihn los. Sehr gut. Ja, das Glück kannst du ihn sogar erledigen, aber wird glaube ich nichts. Oh nein, ich glaube, ich kann ihn jetzt nicht bewegen. Ne? Er ist natürlich sehr doof. Aber erstmal großer Ephir. Donk. Riesiger Glockenstark. Auf euch hier niederprasseln. So, jetzt können wir die alle ja absahen. Okay, okay, du kannst dich bewegen, Gott sei Dank, Mann. Oh, oh. Problem ist, sie sind alle so schnell, Mann.
Na, ich habe keine Dings mehr. Stimmt. Hast du ein Stahlschwert? Ich muss das Gebiet hier ablocken. Oh, Lahmheit. Wie gefällt dir das? Kann ich auch. Was genau macht das überhaupt? Ich sehe den Gegner wie minus zwei für eine Runde zu. Okay. Ja, du hast Elfenflut. Ich habe letztens nachgeguckt. Oh mein Gott, was ist mit ihrer Treffergenauigkeit? Sie trifft gar nichts. Wie viel Schaden machst du mir? Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet ihn ja anvisiert hatte. Den ja, ne. Ich dachte, ich würde da ein bisschen mehr Schaden machen oder so. Haben sich aber immer noch 19 Schaden irgendwo rausholen. Gott sei Dank. Das Hortensia hat relativ gut getroffen, ne? Nee. Ja, gegen Pegasus-Ritter oder Falken-Ritter oder was auch immer zu kämpfen. Voll nervig. So gut immer ausweichen. Das ist der Horror. Der Horror. So, niemand kriegt ja irgendwie, sie kriegt gar nichts getroffen hier. Warum ist sie so schlecht, irgendwie deinen Gegner zu treffen? Also was hier? Dann schmeißen wir die ihm hier alle aus dem Fenster. Da guckt sich das einer an. Durch, durch, durch. Sieht gar nicht aus wie sie. Okay, der war gut. So, du brauchst ein bisschen Fähigkeit. Ja, Beendigkeit, ja, gut. Das ist gerade so ungerecht, dass ich so perfekt bin. Sabonett, kriegst du dorthin, ihn zu treffen, meine ich. Oh ja. Ja, weil er jetzt zwischen Gegner und Verbündeten steht. Ich kann das im Feuer raus. Oh, jetzt komme ich da nicht vorbei. Weil ich das da verkokelt habe. Okay, die Situation haben wir. Mach dann nochmal Platz mit Verbündeten tauschen. So. So, die Situation gefällt mir aber nicht. Wir sagen, wir müssen ihn ja platt, ne? Um sicher zu gehen. Ich krieg nichts an Erfahrungspunkte. Aber Momente. So, Problem ist, ich glaube, ich hatte ich ihn irgendwie. Doch, kann ich wohl.
Ja, ich glaube nicht. Obwohl. Wir nur treffen. Danke. Ah, schön. Gut. Das ist halt nicht so einfach, aber könnte sehr viel schlimmer sein, finde ich. Mit der Verstärkung können sie ruhig ein bisschen langsamer machen. So. Jetzt gehen wir weiter. Momente. Okay, cool. Du heil mal jemanden. Einfach nur so. Den Erfahrungspunkte und so, ne? Und er kriegt auch halbwegs Erfahrungspunkte. Egal, wie er ja halt. Ja, ich habe so verlangen, ihn hier anzulocken, ne? Aber ich habe nur Hortensia zum Anlocken. 31. Sie hat ja nichts an Verteidigung. Ah, schade. Naja, warte mal. Kann ich einfach ihn angreifen? Dann kann nichts dagegen machen. Ja, weiß, was ich dann schon wieder hier los. Lostreten, ne? So, geh mal da runter. Wer weiß, ob ich tanzen brauche. Nein, das war schon wieder zu weit weg. So, da mal ein Magier, der gefällt mir jetzt nicht so. Der kann jetzt ja an alle wieder vorbeifliegen, ist klar. Der hat einen Panzer, aber ich auch noch, sehe ich gerade. Gehen wir dahin. Bist du hier hin? Aber er nimmt ja auch Schaden dadurch. So, ein Schaden. Nehme ich. Problem jetzt weiß natürlich wieder nicht, wann sich Camilla bewegt. Da ist immer das Problem. Sowieso irgendwann auf uns zugestürmt. Ein Erfahrungspunkt, warum? Ja, okay, Wander, aber trotzdem. Das sind drei Level unter uns. So, ich könnte jetzt eigentlich hier angreifen einmal, ne? Ja, die können sich nicht wehren. Mach mal. Bringt jetzt glaube ich nicht viel, weil die jetzt gleich kommen und nicht und den Hochheim wieder mit Purgativ. Aber jetzt habe ich die getriggert und der hat Purgativ eingesetzt. Okay, jetzt habe ich ihn da oben auch getriggert. Frage ist, war gut oder schlecht, ne? Ich hätte da die Finger von lassen sollen. Ich mache den perfekt platt. Warum gehe ich nicht auf ihn los? Was hat denn jetzt? Eine unsichtbare Wand ist immer ein Weg. Ja, ich weiß nicht, dass das so eine gute Idee war, ich die getriggert habe. Ja, jetzt sind sie wieder alle hier. Na, er bewegt sich gar nicht, sehe ich gerade. So, Alfred.
was genau ich das hier mache. Ich habe aufliegende Einheiten, ja. So, also waren wir ja schon fertig, ja, ne? Na, das muss ich eigentlich nur dafür sorgen. Ah, verdammt. Pack dich genau hier rein. Dann wirst du nicht getroffen von denen. Oh, bist auch hier in Sicherheit. Werde ich eigentlich gebrochen, wenn ich eine Stahllanze einsetze jetzt? Wenn ich ein Lanzendings einsetze, nehme ich dann noch Schaden? Nee, ne? Dann muss ich aber nicht auf ihn losgehen, dann bist du nicht so bescheuert, oder? Ah, kann ich jetzt nicht. Was für... So, oh. Ganz vergessen. So, das sollte eigentlich in Ordnung sein, so. Jetzt kommen die alle auf uns los. Sollte wahrscheinlich noch nicht so sein, ne? Aber okay. So, ich hatte ehrlich gesagt gehofft, du gehst auf Alfred los. Und dann kann ich wieder seinen Fernangriff einsetzen. Wir jetzt die ganze Zeit so, oh mein Gott, da will jetzt die ganze Zeit so abgehen, ne? Und die sind alle so schwer zu treffen, Mann. Das ist Kacke. Ich mache einfach nichts an Schaden hier. So, guckst du dann an. Aber ich muss angreifen wegen Dingens hier, wegen Ike. Halt. Aber er hat sogar zwei Angriffe gezählt, glaube ich, ne? Oder nicht? Hey, Wanda, mach den mal platt. Sehr cool. Das war ein Problem, den einen Typen da zu erreichen. Oh, gutes Ergebnis. Und Drehung. Ich kann mich jetzt drehen. Wie Xander aus Drawn Together. Ich mal sehen hier. Habe ich überhaupt schon mal jemand engagen lassen? Nicht, was ich hier gerade mache. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwie was bringen wird. Ach. Oh, jetzt. Wen kannst du denn losgehen?
Wer sollte eigentlich jeder überleben, ne? Selbst hier Hortensia müsste halt überleben. Sollte eigentlich jeder überleben, ja. Bin ziemlich sicher, jeder überlebt hat hier. Wenn nicht, dann werden wir auf dem Konter ja den umbringen. Das Wagen hier. Ja, Treiber auf dem Wasser. So, ach, da kommt auch einer, aber der ist direkt in meiner Reichweite. Oh mein Gott, das ist so eine Kackposition jetzt schon wieder, in der wir hier sind. Es gibt nichts Nerviges, als mit fliegenden Einheiten kämpfen zu müssen. Stahlachs, Stahl, Schwert, Tomahawk. Ich da mal kurz stoppen. Klappt noch nicht mal. Cool. Ein Panzerbrecher. Ich werde ja wohl. Ich werde ja wohl doppeln können, oder? Ja. Kann ich jetzt ihn noch? Nein, kriege ich nicht. Das kann man eigentlich auch relativ gut abblocken. Ich meine, du kannst auf ihn losgehen, aber schon klappen. Oh mein Gott. Triff bitte. Ich wusste es, ey. Ich wusste, mein Glück wird den nicht anhalten, ey. Mach ich jetzt? Sack. Ja, ein Schaden. Okay, nehme ich. Meine Panzerbrecher ist nicht so stark. Ich benutze den kaum, also. Ich wusste halt nicht. So, klasse. So. 36. Ah, wenn sie noch ein bisschen Crit-Chancen hätte, ne? Wie gesagt, der Panzerbrecher zieht nicht so viel ab, ne? 29, 23 Geschwindigkeit. Richtig hochheile. Dann gehst du voll drauf. Wir schon wieder tanzen. Ja, ehrlich. Okay, wenn du auf ihn losgehst, ne? Ich will warten. 28, 29, 29. Du machst 12 Schaden. Ich glaube, das wird er super überleben. Oh ja, wird er so weit von überleben. Okay, dann machen wir den ja. Ich mag es nicht, wenn ich so eingekreist werde von allen Seiten. Voll nervtötend. Ja, Level 2, cool.
So, ah, nee, Panzerbrecher. Ah, Panzerbrecher wird ja wohl bei ihm nicht so viel abziehen, ne? Wer ist jetzt, ey? Ich glaube nicht, dass das so viel abziehen wird. Mit ziemlich Sicherheit wird nicht so unglaublich viel Schaden gegen ihn anrichten. Oh Gott, ich hoffe es. Sollte eigentlich nicht. Er hat zu viel Verteidigung, um das zu kompensieren. Ja, guck mal hier. Wäre noch schöner, wenn jetzt ein Pegasus-Ritter hier mein General hier voll weghauen würde. Hey, was geht? Na, oh oh. Aha, Tisch. Ich weiß nicht, warum das Spiel so am Längen ist, ey. Das ist nicht die Aufnahme, das ist bei mir im Spiel auch, also. Boah, wie kannst du es eigentlich sagen? Ich bin der Wurmgott. Ich bin der Wurmgott. Ich bin heilig und so.